Hallo, da sind wir wieder. Ja, jetzt sind wir ja online beim Frankie. Na, Elke, hast dich aber schwer verändert. Ach, Leute. Ja, darf ich euch vorstellen, das ist der Massimo. Der Rösrad, der Reifencenter, der immer die Top-Angebote hat. Ja, auf, ich sag ja, ich krieg wirklich keine Luft mehr. Ne? Die kommen durch, die Leute. Ja. Da standen letztens 30 Leute vor der Türe, die wollten die Reifen einlagern lassen, die wollten ein Auto mit der Hand gewaschen haben und Keramikversiegelung, oder? Ja, du bist der beste Mann. Ne? Ich sorge für Umsatz, ja, oder? Super. Der arme Burkhardt, ich war in Urlaub, da kamen Leute an und die sagten mir nochmal, ich habe mir das Angebot von Frank gehört. Der ist ausgeklickt. Ja. Also ich finde das okay. Hey, Elke, ich höre nichts mehr. Entschuldigung, ich hab Durst. Ja, Elke, auf jeden Fall komme ich bei dir. Ich finde das gut, dass du jetzt so die Haare umsonst schneidest für gewisse Leute. Das ist die Rache. Also du kannst mir wirklich schlechte Haare schneiden. Guck mal, die Kacke. Nur so ein bisschen. Guck mal hier. Ja. Die Konturen. Die Konturen. Mal, blöd, ne? Kannst du noch die Reifen wechseln, machst nur schon die Reifen drauf. Ich bin. Ja, sehe ich ja. Da war ich eben bei Mercedes, ne? Hatte ich Inspektion gemacht und. Da rief er mich ganz wild an, deine Reifen sind hinten abgelaufen. Ja. Ich brauche neue Reifen. Ja, okay, das probier ich schon. Ich glaube, da sind 3,45er drauf. Nee, 2,75. 2,75? Ja. Bist du sicher? Ja, also 2,75, 35 Schwanze. Kein Problem, guck mal. Na. Hier, Frank, das ist das, was ich aus Italien alles mitgemacht habe. Ja, mein bester Freund. Wow. Ich weiß ja, ob du das so magst. Hab ich mal probiert. Hey. Mir fehlt so ein bisschen. Ein bisschen probiert, hast du das getrunken oder was? Ja, ein bisschen. Und wo ist meins? Das ist ihr Unisex. Also, dann. Ja, geil. Komfort. Dankeschön. Für den Freund, ne? Ja. Dafür, dass du für mich immer die Aktionen machst, dann wollte ich mal mitbringen. Ja, dafür, dass ich für den Umsatz sorge, ne? Ja. Tja. Ansonsten, was ist passiert heute eigentlich? Nicht viel, ne? Nee, heute war eigentlich ruhig. Heute gibt es bei uns Gulasch, ne? Ja. Mit? Kohlrabi, entweder Klöße oder Kartoffeln, was du möchtest. Und die meisten können kein Gulasch machen. Ne? Ach, wenn du bei uns so an den Fritten holst, das ist alles so eine helle Soße, das schmeckt einfach nicht. Also meine Soße ist dunkel. Ja, muss die auch, so ein bisschen rauchig, ne? Genug Zwiebeln müssen dran sein. Aber wenn man die satt kriegen will, braucht man ein ganzes Schwein. Ich wollte gerade sagen, für dich reicht das nicht. Ja, komm, ich bin da ja. Der kann essen. So was habe ich. Das ist unglaublich. Wenn du mit dem essen gehst, dann denkst du, Alter, da sitzt eine fünfköpfige Familie. Wenn der mit dem Sven zusammen essen geht, die braucht zwei Schlachtplatten. Ja, der Sven, kann der kann genauso essen. Ja, du kannst ja früher auch so viel essen. Ja, früher, ja. Aber so viel wie du nicht. Ja, ich mache auch den Fehler. Ich esse den ganzen Tag nichts auf der Arbeit. Ich esse nichts. Keine Zeit. Und dann abends hast du so einen Hunger. Und ach, ein paar Fritten, noch da war Süßigkeiten. Ich meine, ich esse ja auch immer abends, ne? Und ich esse ja auch nicht gerade wenig, ich esse von sich, ich nehme auch nichts zu. Der eine hat die Veranlagung, der Sven, der ist auch dünn. Der, und die hauen rein. Ja. Ich glaube, das ist auch, was du für eine Verbrennung hast, ne? Der Stoffwechsel. Ja, gut, aber ich glaube, du bewegst dich auch viel. Ich bin aber nicht schmal. Ne? Ich muss runter. Ne? Ich hab, du bist aber auch nicht dick. Naja, na, also am Strand, so, das war nicht so toll. Ne? Ja. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Gibt es doch, das Lied. Ich bin der schönste Mann am Strand. Ah, nee, der weißeste Mann. Der weißeste Mann am Strand. Das Einzige, was jetzt war der Mittelscheitel. Ich glaube, ich bin der Einzige, der noch Mittelscheitel trägt. Nee, Dieter Metzger. Nee, das stimmt nicht. Ja? Ich wollte gerade sagen, von meiner Cousine, der Mann auch. Der Dieter hat auch noch Mittelscheitel. Der gleiche Frisur wie du. Ja. Ich habe Toupet an heute. Doch, Mittelscheitel. Das sind die Stehengebliebenen aus der 80er. Ja, die haben schon 40 Jahre. 50. Ja. Ich war immer gleich hier vorne mit den Dingern. Warum machst du denn immer was anderes? Das sieht nicht aus bei mir. Hab ich ja schon mal gesagt, warum. Ja, nee, weil die fällt mir nicht. Ich hab die Ecken. Fühlst du dich nicht gut? Nein, dann müsste ich hier irgendwie so. Ich hab die Ecken, dann siehst du die Ecken so. Das gefällt mir nicht. Wenn die so kurz sind. Ne? Hast du die Geheimratsecken? Ja. Kannst du implantieren lassen? Ja, ne. Der Massimo macht ja nichts, der sagt immer, ja, mach so viel Implantate, ey, Zeng. Dann fang erstmal bei den Zähnen an. Ja, ne, und dann Haar und hey, du bist ja eine halbe Million groß, wenn ich hier anfange, meine Ersatzteile zu erneuern. Ja, das kostet echt viel Geld, das ist echt scheiße teuer. Ja, Implantate bist du mal locker für unten. Ja, weiß ich schon, was das kostet, 8 Millionen, 10. Hast keine Zusatzversicherung? Ne. Das ist
immer wichtig. Ja, wie sagst du, was ich schon mal ich gezänge in der Schnüsse. Das ist ja, jetzt kostet keine mehr. Ja. Das muss man früh machen, ja, ne? Ja, ja, ich habe aber echt, das ist alles super. Ich habe super Zähne. Aber Zähne ist echt schweineteuer geworden, ne? Ja? Zähne ist teuer. Ja, ist teuer. Also, wenn du jung bist, deswegen die meisten, die fahren alle nicht Ausland oder viele. Ja, die Türkei. Die fahren, machen Urlaub und machen lassen sich dann die Zähne machen. Ja. Ja. Und du siehst ja doch auch immer mehr, die Leute mit dem Schönheitstipp. Ja, auch hier in Deutschland. Sagen die mal Männer, so, die machen alle immer mehr. Du musst mal gucken, die ganzen Influencer, die sind, sag ich mal, so zwischen 20 und 35, die haben alle schon neue Zähne. Wahnsinn. Die lassen die sich alle abschleifen und machen direkt neue Zähne. Aber du hast ja noch deine ersten alle und die sehen ja aus wie in der Schokolade. Ich hab noch meine Milchzähne. Ja, unfassbar. Und ich habe nur die Zähne gesehen, wie im Frank. Die sind ja auch alle gemacht. Die sind ja alle überkront. Die sind ach, ja nicht echt. Ach so, ich dachte, wäre immer noch alles so original. Ja, was? Was? Ja, du weißt das doch. Nein, das wusste ich nicht. Nee? Nein, der Frank hat keine Zähne. Ich habe noch meiner Frau gelesen. Ja, Zähne, der Frank, habe ich noch gemessen. Nein, die sind alle falsch. Das ist das hellste Weiß, was es gibt. Nein, ich habe Bleaching Farbe 2 und Bleaching Farbe 1 ist die Nadelfarbe. Weil die Nadel hat dieses glänzende Weiß. Die sind ja aus wie Tic Tac. Ja. Ich könnte dir noch einen dicken Weißer vorstellen, oder? Nee, Frank. Nee, das lass mal. Nee. Nein. Hast du ja schwierig, ich hätte noch die Originalzähne? Ja. Nee, Massimo, boah. Ja, ich weiß ja, du und der Sven, ihr macht ja immer so Nibel mit der Zahnseide und und. Nee, Zahnseide habe ich nicht mehr. Nee. Ich habe mir früher ja nie die Zähne geputzt. Ja. Ich habe immer nur Wasser laufen lassen, Zahnbürste drunter, damit die Mama das nicht merkt. Hab die aber da reingestellt, die hat dann gefühlt, hatte sich die Zähne geputzt. Und dann irgendwann im Jahre 2000 ist mein Zahn abgebrochen über Weihnachten. Und dann hatte der Jochen Schmidt, hatte der Notdienst. Und da habe ich mich so gut mit dem verstanden, mit dem Zahnarzt. Und dann sagte, du hast ja noch Plomben aus Amalgam, die müssen wir rausholen, dann machen wir Weiße rein. Und da fing er zu langsam an. Und dann hat er sich auch vergrößert. Ja, und dann habe ich dann irgendwann gesagt, boah, ich hätte gerne weiße Zähne. Und dann sagte er, die mache ich dir. Dann hast du alles mal und nachmachen lassen, ne? Ja, dann habe ich erst oben machen lassen und später dann unten. Auch teuer, ne? Auch teuer. Ja. Unbezahlbar eigentlich. Ja. Kaufen sich andere ein Auto für. Ja. Ist so. Ja. Manche auch zwei. Oder auch zwei, ja, kommt immer drauf einmal auf das Auto an, ne? Aber das sind schon ein paar tausend Euro gewesen, ey. Wahnsinn. Deswegen habe ich so gelbe Zähne, weil nochmal kommen wir. Ist ja nicht gelb. Tu mir die Falle, Elke. Ja, war auch ein Witz. Ja, ja, jo, ich habe jetzt ein Mainzer Ernst. Nein, aber ich habe noch original aus und vorne Kronen, aber sonst habe ich noch alles original. Ja. Ja. Ja, Frank, jetzt bin ich das erste Mal so bei dir. Ich habe ja auch schon deine Videos gesehen. Wo liegst du denn da mit, wenn du antwortest auf diese... Laptop hier stehen. Wenn wir live gehen, habe ich hier einen Laptop stehen und dann stehen dann die Fragen. Ach, da tust du gleich das reinposten. Das ist jetzt nur ein Video. Das heißt, also ich mache ein Video und das lade ich dann hoch und dann können die Leute sich halt angucken. Wir gehen ja immer nur sonntags live, 18 Uhr. Ach so. Außer wenn jetzt mal irgendwie was Besonderes ist, dass man nicht schaffen oder dass man vielleicht mal einen Tag vorher machen oder so. Aber meistens ist das immer der Sonntag. Ja. Und dann fragen die Leute im Chat, können die Fragen stellen oder man kann mitlesen und dann... Jetzt machen wir halt nur ein Video, wo die gucken können und sonntags halt mit denen auch sprechen. Und wenn du jetzt ja abends hier, machst du dann den Ring da an? Nee, wir machen ja meistens so gegen 17 Uhr ein Video. Das weiß ich ja noch hell. Oder 18, wenn ich von der Arbeit komme. Gib es eine Lampe Uhr. Da oder nicht? Das Ding. Ja, das hat auch eine Lampe. Ja, ja. Machst du aber nie an. Im Winter schon mal. Ja, im Winter haben wir sie schon mal an, aber ansonsten machen wir hier die Lampen an. Hm. Das reicht. Okay, Leute. Gut. Ich lasse mal zu trinken. So, von der Cola Zero aus dem Automaten. Gut, ihr gratis. Müsst ihr, wenn ihr in Wettweis seid, müsst ihr anhalten. Der Frank wird dann immer Cola rauskosten. Also, ich wollte schon sagen. Cola von der Elke. Ja. Also, wie gesagt, Rösrather Reifencenter, ne? Hast du ein Angebot im Moment draußen oder im Moment nicht? Nee, wir müssen schließen, ne? Wegen Erfüllung. Genau, der Burger hat einen Nervenzusammenbruch, ey. Alles klar, tschüss, bis bald. Ciao. Tschüss.